Seid gegrüßt, werte Klassikfreundinnen und Freunde. Ich ziehe in ein paar Wochen um und so ein Umzug ist ja auch immer eine gute Gelegenheit, um mal ein bisschen die Regale zu entrümpeln und Sachen loszuwerden, für die man keinen Gebrauch mehr hat. Deswegen habe ich mal drei Bücher rausgesucht, beziehungsweise zwei Bücher und ein Hörbuch, die ich jetzt verschenken werde. Und wo könnte man das besser tun als in einem öffentlichen Bücherschrank? Und deswegen habe ich mir folgende kleine Challenge überlegt. Drei Bücher, drei Schränke und ich will mal schauen, wie oft wir auf Goethe und Schiller dabei stoßen. Ihr könnt ja gerne mal mitraten. Ich würde jetzt einfach mal sagen zwei. Und selbst für den Fall, dass wir auf keines von beiden treffen, liegt laut Google Maps auf dem Weg auch noch ein Goethe-Tunnel. Und unter einem Goethe-Tunnel kann ich mir irgendwie gerade gar nichts vorstellen. Deswegen werde ich da jetzt auch noch mal vorbeischauen. Aber zunächst einmal haben wir hier vorne gleich den ersten Bücherschrank. Der ist nämlich hier an der Volkshochschule. Da steht jetzt Kinderbücher drauf, also keine Ahnung, ob man da jetzt zwingend Goethe- und Schiller-Literatur erwartet. Ich werde hier auch gleich mal eine Weißblende reinmachen, weil ich werde euch jetzt nicht damit langweilen, dass ich hier die Bücher alle einzeln durchgehe. Aber zumindest habe ich mir schon mal überlegt, welches Buch ich dort reinmachen werde. Das passt ja, glaube ich, ganz gut zu Kinder. Und ja, schauen wir gleich mal, ob auch Goethe und Schiller dabei sind. Goethe und Schiller bin ich jetzt hier nicht begegnet, dafür aber einem netten Herrn, der mich darauf hinwies, dass hier Franz Kafka drin steht. Und der hat mir sogar erzählt, dass er den mal besucht hat. Also nicht den Kafka, sondern sein Geburtshaus. Nebendran, das finde ich ganz spannend, haben wir jetzt hier zumindest einen Zeitgenossen von Goethe und Schiller, Mozart. Und mit dem wollte ich mich auch schon immer mal ein bisschen mehr beschäftigen. Deswegen nehme ich mir das jetzt mal mit und stelle dafür dann entsprechend halt ja, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, hier rein. Und ja, dann schauen wir mal, was uns beim nächsten Bücherschrank erwartet. Der Bücherschrank hier wird offenbar sehr stark frequentiert, deswegen war da jetzt schon direkt ein älterer Herr, der jetzt auch gucken wollte. Und ich habe dementsprechend den Schrank nicht zugemacht. Aber hier vorne gibt es noch was Cooles, das werde ich euch jetzt zeigen. Zum Thema Mozart fiel mir gerade noch ein, dass der 1763 auch hier in Mainz war. Und dann verbrachte er quasi seine Zeit unter anderem hier in diesem Palais im Hintergrund. Und ich bin ganz gespannt, 1763, das muss so ungefähr seine erste Reise ja hier durch Deutschland gewesen sein, bei der, wenn ich mich nicht irre, er auch Goethe getroffen hat. Deswegen gucke ich direkt gleich mal da rein, ob das hier da auch irgendwie erwähnt wird. Und tatsächlich, hier auf Seite 20 findet sich dann direkt auch der Hinweis, bei einem dieser Konzerte war der 14-jährige Goethe anwesend. Er erinnerte sich später des kleinen Mannes in seiner Frisur und Degen. Ja, und den Goethe, den gehen wir jetzt auch besuchen, denn auf dem Weg zum zweiten Bücherschrank komme ich eben am Goethe-Tunnel vorbei. Ich verlasse jetzt den alten Mainzer Stadtteil, um in den neuen zu laufen, nämlich in die Neustadt. Damit es hinterher nicht heißt, das habe ich mir nur ausgedacht mit dem Goethe-Tunnel. Hier ist der Beweis. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da bei Google Maps, da oben, Goethe-Tunnel. So ein Goethe-Tunnel, der befindet sich natürlich folgerichtig am Ende der Goethestraße. Und ich bin mal sehr gespannt, was meint ihr, hängt da irgendwie auch eine Plakette rum oder so? Ich denke, das wäre schon hart peinlich, aber mal gucken. Ich laufe jetzt durch den Goethe-Tunnel und das ist schon irgendwie ein Kunststück. Ich meine, es gibt viele Städte und Ortschaften mit Goethe-Straßen. Aber ja, wie viele Städte können schon von sich behaupten, einen Goethe-Tunnel zu haben? Auch wenn das jetzt hier nicht sonderlich schön ist und auch relativ laut. Aber das gut mit den Lichtern ist ja eigentlich ganz nice so. Aber bis jetzt habe ich immerhin noch keine Plakette gefunden. So, ich bin jetzt einmal durch den Goethe-Tunnel gelaufen. Damit kann ich das auch von meiner Liste streichen. Sonderlich beeindruckt hat mich das jetzt nicht. Aber in der Goethestraße gibt es auch noch eine Goethe-Schule und einen Goethe-Platz. Und ich denke, bei so viel Goethe, ja, da sollte zumindest im nächsten Bücherschrank doch ein Buch von ihm sein. Deswegen, ich laufe jetzt wieder zurück und dann gucken wir mal. Ich werde jetzt an der Stelle auch wieder die Reihen einzeln durchgehen und deswegen gleich einen Cut machen und zeigen, was ich so gefunden habe. Hier ist jetzt was Interessantes und zwar ein Buch mit einer Heinz Erhardt Biografie. Der hat ja nicht nur den König Erl geschrieben, sondern auch das ein oder andere Goethe-Gedicht, sage ich mal, neu interpretiert. Das hier unten finde ich noch ganz witzig. Da ist ein Top of the Pops mit dem jungen Ronan Keating und Missy Elliott.
Also nehme ich mal an, na, was haben wir, 2003, genau, und was war da gerade so das Ding? Klar, der Ketchup-Song, Missy Elliott, Work It, Christina Milian, auch ganz großes Thema damals. Ja, sehr nett. Auch so eine Mainzer Institution, ähnlich wie Gutenberg hier, die Mainzer Männchen. Von denen gibt es hier sogar Verkehrsampeln. Was es hier nicht gibt, zumindest nicht in dem Bücherschrank, war irgendwas von Goethe und Schiller. Deswegen werde ich jetzt entsprechend mein nächstes Buch hier lassen. Und weil um die Ecke ein Kinderspielplatz ist, packe ich hier mein LTB rein. Und dann schaue ich einfach mal, ob ich beim dritten mehr Glück habe. Auf dem Weg zum dritten Bücherschrank komme ich jetzt hier über die sogenannte Grüne Brücke. Und als ich neu hier in der Stadt war und mir jemand erzählt, dass es hier eine grüne Brücke gibt, da war ich total begeistert. Und als ich dann das erste Mal wirklich hier rüber kam, doch ein bisschen ernüchtert, aber macht euch gerne mal selbst ein Bild davon. Hier ist sehr faszinierend, das sieht man direkt in der oberen Reihe. Das ist farblich sortiert, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und warum das so ist, das erzähle ich gleich. Jetzt gucke ich aber erstmal, ob ich hier ein Goethe-Buch finde und werde auch hier wieder einen kleinen Cut machen. Hier ist eine alte VHS-Kassette, das finde ich ja auch immer spannend, was die Leute da also alles reinstellen, von irgendeinem Film, den ich nicht kenne, von 1995. Hier haben wir zumindest mal Hermann Hesse. Erzählungen von Hesse selber kenne ich nur Siddhartha. Aber auch hier sieht es nicht danach aus, als wenn hier irgendwo ein Goethe- und Schillerbuch versteckt wäre. Aber zumindest ist hier weniger die Kinderliteratur, sondern schon ein bisschen das Gehobenere. Deswegen denke ich, wird sich mein Arthur Schopenhauer hier sehr gut machen. Und den werde ich auch hier oben einordnen, da, damit das farblich alles weiter so zusammenpasst. Auch hier am dritten Bücherschrank bin ich nicht auf Goethe und Schiller gestoßen. Dafür hatte ich eine nette Unterhaltung mit einem Herrn, der unter anderem für die Pflege dieses Schrankes verantwortlich ist. Deswegen sind oben nämlich auch die Bücher farblich sortiert. Er hat mir erzählt, er würde durchaus auch mal dafür sorgen, dass hier mal ein bisschen Platz drin ist, wenn Bücher gefühlte Jahre schon hier drin stehen, so dass man natürlich auch Platz hat, um da mal ein paar neuere Bücher reinzustellen. Hier sei es wohl so, dass durchaus auch Mainzer BuchhändlerInnen, wenn sie ihren Lagerbestand ein bisschen aufräumen, hierher kommen und ja, ihre Bücher dann dort zur Verfügung stellen. Und genauso sei es dann auch so, dass nur wenig später andere HändlerInnen hierher kommen und sich quasi die Rosinen rauspicken, um die dann auf dem Zweitmarkt im Internet zu verkaufen. Ob das jetzt unbedingt der Sinn von solchen Bücherschränken ist, das bezweifle ich. Ich persönlich finde es aber immer total spannend, mal in solche Bücherschränke reinzugucken, weil das ist ein bisschen wie bei einem Ü-Ei, man weiß halt nie so, was einen erwartet. Und dafür, dass ich ja eigentlich drei Bücher loswerden wollte, gehe ich ja jetzt auch wieder mit einem nach Hause. Deswegen schreibt ihr mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von solchen Bücherschränken haltet und was ihr da vielleicht schon Kurioses oder Besonderes drin gefunden habt. Und dann schaue ich mir vielleicht bei Gelegenheit auch nochmal die anderen Bücherschränke hier in Mainz an und ja, sehen einfach mal, wo mich die Wege der klassischen Literatur beim nächsten Mal hinführen.